Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch erklären, wie die ganze FNCS in dieser Season aufgebaut ist. Darunter werde ich euch natürlich die Preisgelder zeigen, wie man sich für die einzelnen Runden qualifiziert und wie viele Optionen man überhaupt hatte, um das Ganze zu machen. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr in Zukunft natürlich auch keine weiteren Videos hier mal auf diesem Kanal verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Ich würde sagen, wir beginnen als erstes mal mit dem Zeitplan der FNCS und zwar wird das Ganze ab dem 8. Oktober stattfinden. Die erste Woche bzw. das Warm-up dazu war jetzt schon dieses Wochenende, allerdings ist jetzt eben halt Epic Games kurz im Urlaub für 7 Tage oder so bis zum 4. Oktober irgendwie. Dementsprechend kommen diese Woche auch keine Cups, das heißt der nächste Cup wird dann erst am 5.10., also nächste Woche stattfinden. Deshalb findet die FNCS dann eben logischerweise auch erst an dem Wochenende eben halt in 1,5 Wochen jetzt statt. Und das Ganze beginnt ab dem 8. Oktober beziehungsweise für unsere Region auch ab dem 9. Oktober, das ist der Freitag. Dann geht das Ganze über den Samstag und Sonntag und ihr seht schon, in dieser Qualifikation gibt es insgesamt 4 Runden. Für diese Qualifikation gibt es dann auch nochmal 3 verschiedene Wochen, das heißt einmal 8. bis 11.10., dann einmal 15. bis 18.10. und dann nochmal eine Woche später den 22. bis 25.10. Das Finale wird dann ab dem 29. Oktober stattfinden, das ist ein Donnerstag und geht dann insgesamt bis zum 1. November, das ist dann eben halt der Sonntag. Das heißt 4 Tage, worüber das ganze Finale läuft mit den Gruppenphasen. Allem, wie das Ganze funktioniert, werde ich euch dann später erklären. Als erstes beginnen wir mal mit den ersten Runden. Es ist so aufgebaut, dass wir jetzt mal beispielsweise in der ersten Woche einmal die offene Qualifikation haben. Ihr müsst eben halt als einzige Bedingung, wie gesagt, Champion Division sein. Ihr müsst eben halt überhaupt ein Trio eben halt sein. Dann müssen natürlich alle aus eurem Trio auf PC sein, beziehungsweise müssen eben halt alle aus eurem Trio auf Konsolen beziehungsweise Mobilgeräten sein. Denn wenn einer auf Konsole ist und 2 andere auf PC, dann könnt ihr daran nicht teilnehmen. Zusätzlich dazu braucht ihr natürlich klassischerweise die 2-Faktor-Authentifizierung und das ist eigentlich auch alles, was man schon braucht, um daran teilnehmen zu können. Außerdem dürft ihr natürlich logischerweise nicht gebannt sein, das ist natürlich relativ logisch. Dann beginnt das Ganze, wie gesagt, am Freitag von 19 bis 22 Uhr. 19 bis 22 Uhr ist eigentlich so die klassische Zeit für fast alle Turniere, allerdings gibt es ein paar Ausnahmen dann später in FNCS, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Wenn man in der ersten Runde spielt, hat man ganz klassisch 10 Runden, über 3 Stunden verteilt, normales Prinzip. Und wenn man es dann schafft, unter die besten 1000 Trios zu kommen, aus der Runde 1 aus der EU, dann schafft man es in die Runde 2 und das Ganze beginnt dann am Samstag von 15 bis 18 Uhr, das heißt etwas früher und von dort aus kommen dann tatsächlich nur noch die besten 33 Trios pro Region weiter, das heißt man hat dann am Ende eine 99 Spieler Lobby, dort natürlich auch gleiches Prinzip, über 3 Stunden verteilt, 10 Matches kann man starten, wann man will und dann gibt es das Finale, das ist in 2 verschiedene Tage aufgeteilt. Also einmal den 10.10. bzw. den Samstag dann immer von 19 bis 22 Uhr und dann noch den Sonntag von 19 bis 22 Uhr. Und von den beiden Tagen werden dann die ganzen Punkte zusammengezählt. Man hat nämlich einmal 6 Runden am Samstag und 6 Runden dann am Sonntag. Jeweils dann eben halt über 3 Stunden und die Runden beginnen immer gleichzeitig. Alle halbe Stunde startet eine neue Runde. Das ganze Prinzip geht auch immer so weiter über die ganzen anderen Wochen. Das heißt, es ist weiterhin dann von Freitag bis Sonntag immer genau das gleiche System. Auch natürlich für Woche 2 und für Woche 3. Woche 3 das einzig Besondere, da am 25. Oktober, dementsprechend dem Sonntag dort, die Zeitumstellung in Europa ist, gibt es natürlich das Ganze dann von 18 bis 21 Uhr, da eben halt die Zeit 1 Stunde zurückgestellt wird und das Ganze gilt natürlich genauso auch fürs Finale, das heißt die ganzen Finalzeiten sind dann auch 18 bis 21 Uhr. Kommen wir allerdings gleich nochmal zu sprechen. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal die ganzen Preise der Qualifikationswochen an. Bei den Preisen muss man natürlich aufpassen, das Ganze wird immer durch 3 Spiele geteilt, weil man logischerweise im Trio spielt. Auf jeden Fall bekommt der erste Platz 12.000 Dollar, also 4.000 Dollar pro Person. Zweiter Platz bekommt dann 10.500 Dollar. Ist auf jeden Fall ganz gut, ist jetzt aber auch nicht die Welt, was dann Preisgelder rausgehauen wird. Und alle, die im Finale sind, bekommen insgesamt dann 600 Dollar, beziehungsweise pro Person 200 Dollar. Nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Allerdings dafür, dass man überhaupt schon ins Finale gekommen ist, ist es dann trotzdem relativ wenig. Und ich finde generell, die Preisgelder dieser Season sind sehr, sehr gering. Natürlich habt ihr dort auf Konsole immer eine ganz gute Chance, das Ganze mitzuholen, weil er dort generell
genau die gleichen Preisgelder habt. Das heißt, wenn ihr auf PlayStation spielt oder auf Mobilgeräten, dann habt ihr wirklich haargenau die gleichen Preisgelder und dort ist das Ganze natürlich um einiges nochmal leichter. Die Preisgelder sind genau gleich über alle Wochen, das heißt in Woche 1, 2 und 3 gibt es natürlich genau die gleichen Preisgelder, dort ändert sich auch nichts. Allerdings gibt es noch etwas Besonderes, und zwar bekommt man nicht nur Preisgelder, wenn man eben halt gut abschließt, sondern man kann auch noch Champion Series Punkte mitnehmen. Und was das Ganze ist, werde ich euch jetzt einmal erklären. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns allerdings mal an, wie viele Champion Series Punkte man bekommt. Der erste Platz bekommt 500 Punkte, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Und natürlich selbst wenn man 10.000er ist, bekommt man noch 10 Punkte, die am Ende tatsächlich auch darüber entscheiden können, ob man ins Finale kommt oder nicht. Denn es wird immer so ablaufen, dass über die 3 Wochen, ähnlich schon wie in den ganzen anderen letzten Seasons, auch die Champion Series Punkte zusammengezählt werden. Das heißt, wenn ihr beispielsweise das eine Mal 10.000er geworden seid, bekommt ihr dort 10 Punkte. Wenn ihr das andere Mal dann 8er seid, habt ihr schon insgesamt 360 Punkte und das summiert sich dann eben halt. Und dort gäbe es eine einzelne Bestenliste. Um die einzusehen, müsst ihr einmal auf die Fortnite-Wettkampf-Website gehen, dann hier einmal auf die FNCS-Startseite und dann könnt ihr einmal hier Bestenlisten sehen und dann hier die Series-Bestenliste. Natürlich das Ganze erst ab dem Zeitpunkt, wo das Ganze startet. Mit diesen Series-Punkten hat man dann auch die Möglichkeit, sich fürs Finale zu qualifizieren. Und zwar qualifizieren sich aus den einzelnen der 3 Wochen jeweils immer 15 Spieler pro Plattformgruppe, beziehungsweise 15 Teams pro Plattformgruppe. Das heißt 15 PC-Spieler natürlich fürs PC-Finale und 15 Mobilgeräte bzw. Konsolenspieler fürs Mobilgeräte- und Konsolenfinale. Das aus jeder Runde, das heißt insgesamt 45 Trios, die wir dann erstmal haben aus den ganz normalen Qualifikationen. Und dann kommen nochmal 87 Teams aus der Series-Punkten-Beste-Liste mit. Das heißt fast doppelt so viel sogar. Und da hat man auf jeden Fall eine relativ gute Chance, würde ich sogar sagen, um sich dort zu qualifizieren aus dieser Champion-Series-Besten-Liste. Und wenn ihr dort jemand, wie gesagt, ein paar Mal wirklich immer konstant richtig weit oben geplaced habt, dann habt ihr auf jeden Fall eine gute Chance. Und insgesamt kommen dann 132 Teams ins Finale. Das sind dann ja insgesamt 396 Spieler. Dementsprechend hat man dann 4 Runden im Finale. Bevor wir uns gleich einmal das Finalsystem anschauen, würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal das Scoring-System an. Und zwar ist das Ganze relativ placement-lastig. Man bekommt insgesamt 25 Punkte für den Sieg mit allen Placement-Punkten zusammen und eben nur 1 Punkt pro Kill. Das heißt, man bräuchte rein theoretisch 25 Kills, um genauso viele Punkte zu holen wie bei dem Sieg. Und das erste Placement bekommt man eben halt ab Top 17. Das Ganze wird dann im Finale so aufgeteilt, dass man 4 Gruppen hatte, jeweils eben mit 100 Spielern. Tag 1 ist der 29. Oktober für Europa. Der Zeitpunkt davon, wann das Ganze stattfindet, steht rein theoretisch noch nicht fest. Wird allerdings logischerweise wahrscheinlich 18 bis 21 Uhr sein. Und der zweite Tag dann der Gruppenphase wird dann am 30. Oktober, das heißt am Freitag stattfinden, wahrscheinlich wieder auch genau die gleiche Zeit. Und da hat man dann eben, werden die Punkte wieder von beiden Tagen zusammengezählt. Das heißt, ihr müsst dort auch an beiden Tagen wirklich gut placen. In diesen Gruppenphasen muss man dann in seinem jeweiligen Durchgang, in seinem jeweiligen Heat unter den besten 8 Teams sein. Ist auf jeden Fall alles andere als leicht. Allerdings, wenn ihr immerhin auf Platz 9 bis Platz 16 kommt von den 33 Teams, dann habt ihr die Möglichkeit zum Wildcard-Match und das ist etwas ganz Besonderes und zwar wird das Ganze am Samstag stattfinden, den 31. Oktober für Europa und das Ganze wird immer so ablaufen, dass man irgendeinen Zeitpunkt hat, wo man dann zusammen eben halt mit all den anderen Spielern zusammen in eine einzelne Lobby gehen wird, wo dann eben halt irgendwie 99 Spieler wieder drin sein werden und derjenige, der diese Runde gewinnt, das heißt derjenige, der den Victory Royale in der Runde holte, der wird die Möglichkeit haben, sich auch fürs Finale zu qualifizieren. Dabei spielen, soweit ich das verstanden habe, die ganzen Kills überhaupt keine Rolle und damit habt ihr im Prinzip noch so die letzte Chance, um euch eben halt für das Finale zu qualifizieren und das ganze Finale wird dann am 31. Oktober wahrscheinlich relativ schnell danach auch stattfinden, denke ich mal wieder gleiche Zeit, 18 bis 21 Uhr und der zweite Tag des Finales wird dann am 1. November, den Sonntag dementsprechend stattfinden und dort natürlich auch wahrscheinlich wieder die gleiche Zeit. Die Punkte werden dann wieder von dort aus zusammengezählt, sind auch wieder klassischen 6 Runden über 3 Stunden verteilt. Die Runden werden dort auch wieder gleichzeitig beginnen und dort habt ihr natürlich auch die Möglichkeit aufs große Preisgeld und zwar habt ihr dort die Möglichkeit euch die $111.000 abzuholen, wenn ihr eben halt wirklich der erste Platz seid. Außerdem jeder, der überhaupt irgendwie dort ins Finale reinkommt, bekommt $1.800, das heißt dazu zählt auch die Gruppenphase. Jeder Einzelne, der sich also auch über die Series Bestenliste qualifiziert hat, bekommt auch so $1.800 beziehungsweise immer $600 pro Person. $111.000 sind aber ehrlich gesagt für eine FNCS relativ wenig, sind glaube ich irgendwie so $34.000 pro Person.
Person. Wenn man das vergleicht mit FNCS Solos, dort gab es ja 80.000 für den einen Solospieler. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Hier finde ich $34.000 ist gerade mal doppelt so viel wie die DreamHack. Und DreamHack findet immer dreimal so häufig statt wie eine FNCS. Und ich finde das schon ein bisschen wenig. Ist natürlich auch wieder genau gleich auf Konsolen. Das heißt, dort habt ihr genau die gleichen Preisgelder. Ihr dürft eben halt hier auch nicht wie in DreamHack in anderen Regionen teilnehmen. Das heißt, ihr habt nicht die Chance, in Nordamerika Osten die $66.000 dann auch noch mitzunehmen, wenn ihr schon in Europa gespielt habt. Und das sind soweit eigentlich die ganzen Informationen, die man dazu wissen muss. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Demnächst wird auch noch ein Video dazu kommen, wie ihr am besten in der FNCS eben halt jeweils für die offenen Runden spielt, wie ihr im Finale spielen solltet. Das Video folgt, wie gesagt, dazu noch demnächst. Lasst dafür auf jeden Fall gerne ein Abo da und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.